gereist haben. Hat mir riesen Spaß gemacht, die Sessions hier auch so besuchen konnte. Auf vielen Sessions kommt man ja nicht, wenn man so im Magazin steckt. Ja. Dann melden wir euch früh, unseren Kino-Sticker, wollte ich nochmal erwähnen, auch nochmal ein Dankeschön und natürlich den ganzen German Open-Mitgliedern, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben, egal ob das jetzt beim Standdienst war, ob das bei Session Chairs oder sonst wo. Ohne die Community und ohne die Arbeit würde die ganze Konferenz nicht funktionieren. Und deswegen mein herzliches Dankeschön an alle. So, und dann haben wir ja einen Teil unserem Best Session Award, den wir jetzt im dritten Jahr vergeben. Das ging so aus. Und auch hier muss ich auch wieder im Hintergrund haben wir da Leute jetzt auch sehr, sehr schnell die Auswertung gemacht. Konnten also jetzt auch nicht zur Abschlussveranstaltung zur letzten Keynote kommen, weil wirklich die letzten Zettel durch den Scanner gejagt wurden, um zu schauen, okay, was ist denn jetzt wirklich die beste Session und hat die beste Beurteilung bekommen und nicht gestern an die Rahmenveranstaltung denken, das ist ein bisschen rum. Und der Albert war so übrigens die Länge der Titel. Das finde ich nur hier, das können wir auch. Ich selber hatte das Glück, in diesem Vortrag zu sein und freue mich auch darüber, dass der auch geworden ist, weil es hat selber viel Spaß gemacht. Der Spaß stand auch ein bisschen mit im Vordergrund und er hat eins bewirkt, er hat bei mir so ein Reflektieren angeworfen über die eigene Arbeit, wie man Probleme angeht, an Aufgabenstellungen angeht. Und es freut mich, dass der Titel, wenn der Beitrag mit dem Titel Jenseits mobiler Anwendungen, Telekommunikation für Supernatural Interaction von SMS bis M2M von Sascha Wolter, den besten Session Award.